Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Pokémon, die Kronen der Schneelande. Oder so. Hier war doch was, oder? Nee, habe ich mir eingebildet. Wir suchen den Bürgermeister. Oh, da hinten ist ein Pokéball. Oh, Nidoran. Oh, ich bräuchte eigentlich ein Pokémon mit Tuchschlag. Ah, Mann. Ah, ich weiß, welches Pokémon das konnte. Da haben wir ein Relaxo. Relaxo gab es aber auch schon vorher. Hier haben wir auch noch was. Da ein Baum. EP-Bonbon, nice. Wablu gab es doch auch schon, oder? Wir gucken einfach mal nach, ob es Wablu schon gab oder nicht. Ich meine schon. Und? Ah ne, Wablu gab es nicht. Okay, cool. Dann versuchen wir dich mal zu fangen. Ohne Hagel und sowas, nice. Bodycheck, okay. Mach dich selber mal auf Rot, bitte. Schade. Wir probieren es einfach. Ah, Hyperball. Hyperball. Mann, die Kampfmusik ist echt laut, ne? Wenn ich das mal sagen darf. Aber egal, das haben wir jetzt. Sehr schön. Oh, das ist wie cool, bekommt auch ein Level-Up, nice. Seine watteartigen Flügel enthalten Luft und fühlen sich daher schön flauschig an. Wablu lässt keine Gelegenheit aus, sie zu pflegen. Cool, in eine PC-Box bitte. Danke. So, wir müssen da hinten hin. Rex Blizzard. Wir gucken mal, ob wir Nidoran überhaupt schon haben oder nicht. Oder ob es neu ist. Ich glaube, es ist neu tatsächlich. Ich würde mich eigentlich daran erinnern, oder? Obwohl, an Wablu habe ich mich auch komplett falsch daran erinnert. Das stimmt. Aqua-Durchschluss. Es könnte jetzt, glaube ich, schon vorbei sein für Nidoran. Aber wir gucken mal, ob es das überlebt. Ja, hat es überlebt, sehr schön. Oh nein, wir sind vergiftet. Ach, Mann. Toxin. Eigentlich bin ich schon vergiftet. So, dann fangen wir dich auch mal. Sehr schön. Haben wir dich auch. Nice. Du, ein perfekter Wurf. Nice. Oh, wisst ihr, was mir fehlt? Mir fehlen diese Würfe, die man aussuchen konnte in Pokémon Alola, da Sonne und Mond. Da konnte man spezielle Wurftechniken anwenden. Das fand ich cool. So, dich haben wir auch nicht. Fangen wir dich auch direkt. Nidoran. Oh, ich wusste gar nicht, dass er da so einen komischen Fleck unter seinem Horn hat. Schatten ist das nicht. Ein Schatten ist das nicht, Nidoran. Oh, ist wie cool. Du bist einfach schön. Du bist einfach wirklich schön. Oh, es kann schon Erdkräfte. Wow. Obwohl, ja, okay. Ist auf Level 7. 77. 60. 60? Ja, das könntest du dann da doch schon können. Aber ich bin ja eigentlich in dich woanders reingelaufen, ja? Nicht im Schnee. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich liebe ja Schnee. Aber das Gebiet war ziemlich klein vom Schnee, glaube ich, oder? Sah auf jeden Fall klein aus. Das Horn auf seiner Stirn enthält ein starkes Gift. Dieses Pokémon ist sehr vorsichtig und stellt seine großen Ohren stets wachsam auf. Auch sehr cool. Oh, hier haben wir schon einen Tempel. Bronze gab es aber, oder? Ich meine, wir können gucken. Aber ich meine schon. Sieht irgendwie komisch aus. War das nicht immer lila oder so? Da bin ich komplett bescheuert. Haben wir auf jeden Fall. Oder ist das ein Alola-Bronze und ich habe es nicht gescheckt? Ich weiß es nicht. Hier haben wir auf jeden Fall einen Tempel. Beep, beep, beep. Hallöchen, ich bin's, Bioni. Wie geht's? Wie steht's? Was sagst du da? Du hast eine rätselhafte alte Ruine gefunden. Wenn das nicht einer dieser Orte ist, an dem sich so ein Gigant aus den Legenden rumtreibt, fress ich einen Besen. Wie? Das Tor ist aber verschlossen und hat eine rätselhafte Nachricht eingraviert,
Das schreit nach einem passenden Titel für diese Expedition. Oh Gott. Ich wollte ein Foto machen. Angeregene Entdeckung der Giganten unter verschlossener Tür oder sowas. Na, ein wahrer Genießstreis, oder? Na schön, Expeditionsleiter. Dann mach dich mal ans Werk und zeig, was du kannst. Oh, ich dachte, wir suchen jetzt erstmal den Bürgermeister. Aber ich hole mir jetzt den Pokéball da als erstes. Nicht Kanone. Okay. Bevor wir jetzt da reingehen, Leute, speichere ich sicherheitshalber nochmal. Nicht, dass wir instant verrecken. Und ich habe auch nicht wirklich die Pokémon dafür. Lass ein helles Geräusch ertönen, das den Stahlgiganten erweckt. Helles Geräusch. Haben wir da was Schönes? Ah, das muss ja dann hier was sein. Ein helles Geräusch. Mhm. Noch sehe ich hier tatsächlich nichts. Nee, okay, davon haben wir auf jeden Fall nichts. Was ist denn, wenn wir den Pokédex aufmachen? Oder können wir vielleicht mit dem Pokédex irgendein Geräusch machen? Wir probieren das mal aus, okay? Lampi? So, hat Geräusche gemacht. Hat's geklappt? Nee, ne, wahrscheinlich nicht. Okay. Das heißt, wir brauchen so eine Glocke oder sowas. Irgendwie sowas in der Art. Vielleicht finden wir das dann irgendwann. Irgendwann. Da haben wir auf jeden Fall einen Baum. Die Bäume werden wir wieder hier machen. Wegen Aprikoken. Obwohl, das bringt eigentlich gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Komm, weiter schützen. Ja, komm, nochmal. So, aufhören. Sehr schön. Ne, nicht nochmal. Oh, hier gibt's auch die Dinger da. Ja, lauf du mal gegen die Wand. Alter, seid ihr groß. Seid ihr echt riesig groß. So, wir holen uns mal hier den Choptrank. Ein Bärmon gibt's ja auch, okay. Brauche ich aber nicht. Dann gehen wir mal weiter. Hier glänzt was. Oh, Leute. Es ist echt schön, wieder hier zu sein. Oh, es wird nebelig. Oh, guck mal, hier haben wir schon direkt die Weiterentwicklung. Die fangen wir uns natürlich auch direkt. Ne, Nidoran? Nidoranchen? Kampf mit Aqua-Durchstoß-Dingsbums. Durchstoß. Sind wir noch vergiftet? Ich glaube nicht, oder? Doch, sind wir. Okay. Okay. Sondersensor, das müsste nicht allzu viel Schaden machen. Ah! Das macht doch mehr Schaden als gedacht. Oh, kacke. Naja, okay. Oh, hier haben wir auch noch so ein Ding. Ah, oh, Riesenpilz. Da geht's wieder Richtung Dings, hä? Komplett bescheuert. Wie immer links halten. Hier ist wieder ein Frostfeld. Da haben wir aber einen Pokéball. Den hole ich mir noch eben und dann gehen wir kurz wieder zurück. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass die Welt hier etwas offener ist als ne? Als die Dings, die Bumsi. Als die Insel der Rüstung. Oh, hier haben wir eine Ruine. Auch cool. Eine rissige Kanne. Du bist doch hier. Hatte ich überlegt gerade. Nee, ne? Das müssten wir schon mal gefangen haben irgendwann. Oh, hier sind mehrere Ruinen. Cool. Kommen wir da rein? Scheint tatsächlich nicht der Fall zu sein, ne? Okay, ich dachte vielleicht, man könnte auch da reinlaufen. Hier haben wir ein Feld wieder. Gucken wir eben hier. Nidoran brauchen wir nicht. Da könnte man rein. Was bist du denn da? Achso, du bist ein Dings Raffel-Ding. Ach, das ist der Bürgermeister. Achso. Für dieses Feld ist sowohl auch zu spät.
Der Boden ist schon so ausgelaugt, dass hier keine Feldfrüchte mehr wachsen würden. Vielleicht ist die Erde der Kronenschneelande wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen. Oha. Nanu, was machst du denn hier? Kann ich dir irgendwie helfen? Wie, du möchtest etwas über das teure Ross des Königs der reichen Ernte erfahren? Hm, hier draußen ist es zu kalt um solche Gespräche. Oh, jetzt müssen wir... dein Ernst, oder was? Gott, ey. Muss ich wieder zurücklaufen, oder was? Ist ein schlechter Witz von dem Typen, ganz ehrlich. Das ist wirklich ein schlechter Witz. Ich laufe hier extra hin, ja? Und dann werde ich nur geprankt. Ganz ehrlich, wo leben wir hier? Wo leben wir hier? Okay. Oh, ein Mimik... ein... Hier. Mimigma. Mimigma, ja. Das wollte ich anscheinend eigentlich machen, ja? Aber dann habe ich gesehen, das konnte man hier gar nicht rüber tauschen. Oder doch? Oh, doch. Konnte man. Ups. Ups, dann habe ich mich wohl doch irgendwann dagegen entschieden. Oder ich habe es vergessen. Das ist ein Areodactyl. What? Pfeif mal hier. Hallo? Komm her, Areodactyl. Sehr schön. So, entweder dich gab's schon oder es gibt dich nicht. Wir sehen's jetzt. Und? Na? Ah, dich gab's hier noch nicht. Okay, cool. Dann mach Aqua-Durchschuss. Ich glaube, das tötet ihn zwar. Oder wir sind tot. Ne, sind wir noch nicht. Sehr schön. Sehr schön. Oh, das hat gut Schaden gemacht. Hast du gut gemacht. Suicune. Bin stolz auf dich. Auch wenn du vielleicht gleich sterben solltest, macht aber nichts, ja? Wir gehen ja gleich wieder nach Hause, dann kann ich dich da heilen. Ah, oh, ausgebeugt. Ausgebüxt. Mist. Giga. Oh Gott. Nein, töte dich doch nicht selbst. Bitte nicht. Oh, aua, Suicune. Es tut mir leid. Ne, es ist, als ob er keinen Schaden bekommen hat. So, Glaziola, ich nehme dich mal eben. Denn wir möchten ihn ja gerne auf Dings machen, ne? Biss könnte nicht allzu weh tun. Mal gucken. Sehr gut. Sehr gut gemacht, Glaziola. Sehr, sehr gut. Ah, super. Gefangen. Nice. Selbst mit modernen Technologie scheint es unmöglich, ein perfektes Exemplar von diesem wilden, urzeitlichen Pokémon zu reproduzieren. In einem PC-Box. Danke! Sehr cool. So, wir müssen aber mal eben das Pokémon wechseln. Libeldra ist nämlich zu stark für die ganzen Viecher hier. Deswegen nehmen wir erstmal dich. Ah, ne, warte. Wir machen das so. Ah, bewegen. Dann du. So machen wir es. So, dann gehen wir mal zurück. Bist du ein Nido... Ani? Ja. Cool. Nido... Nidorina. Genau, Nidorina. Das war das Wort, was ich gesucht habe. So, Waschakavi Dingsi. Mach mal hier bitte Flügelschlag. So, wie viel Schaden macht das? Ah, macht gut. Okay. Danke. Danke, dass du mich vergiftest. Womit habe ich das verdient? Du Viech. Hier, Flügelschlag. Kriegst du nochmal einen rein. Okay, erstmal. Wieso bist du schneller als ich? Verstehe ich nicht. Als ob du jetzt hier einen Volltreffer machst, Waschakavil. Ich hasse dich auch. Mann. Okay, dann gehen wir jetzt weiter. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich muss nicht daher. Ich muss, glaube ich, hier hinten, ja, irgendwo. So. Was ist das denn da? Achso, Nidoran. Nidoran.
Du, Frostfeld. Ja, oh, ist Nibuna. Nee, weg mit dir. Oh nein, lasst mich bloß alle in Ruhe. Sehr schön, wir sind wieder da. Mit wem musste ich reden? Ach, mit dem Bürgermeister, ne? Ich würde aber erstmal gerne meine Dinger heilen. Ja, erstmal meine Dinger. So, lass mich in Ruhe, ich rede nicht mit dir. Pokémon heilen, danke. So. Oh Gott, ich wäre schon wieder fast reingelaufen. Oh, ihr steht da noch schön, sehr schön. Ich dachte, wir gehen rein. Die Statue des Königs der reichen Ernte. Seit wann ist denn ihr Kopf so groß? Was sagst du da? So sollte der König eigentlich aussehen? Stimmt, so ähnelt er wirklich dem Aufdruck auf unseren Pullovern. Aber du redest ja, als hättest du ihn schon mal mit eigenen Augen gesehen. Das würde bedeuten, diese Statue war schon seit meiner Kindheit beschädigt. Ah, natürlich, du wolltest etwas über das treue Rost des Königs der reichen Ernte erfahren. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, warum du dich dafür interessierst, aber bitte folg mir. Ach, wir gehen doch rein. Wollte mich schon beschweren. In einem Buch habe ich vor langer Zeit einmal gelesen, dass das treue Rost des Königs geradezu vernarrt war in ein bestimmtes Gemüse, das sie in den hohen Schneelanden wächst. Aber was genau war das? Ach, in letzter Zeit fällt mir aber auch gar nichts mehr ein. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, lies dir die Bücher im Regal dort durch. Oh, ein Rokara hat er. Wahrscheinlich die Karotte, oder? Weil wofür sollte ich sonst hier deiner Erz für eine Karotte ausgeben? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Oh Gott, gibt's hier viele. Machen wir jetzt die Geschichtsstunde? Okay. Unter diesem Namen ist das Pokémon bekannt, das unserem kargen Lande reiche Ernte beschert. Wo es seine rechte Hand leiten lässt, blühen sogleich Blumen und Kräuter in großer Zahl. Lässt es die linke Hand über Feld und Flur schweifen, segnet es sie mit Furchtbarkeit. Grün leuchtet seine Krone, wenn es rittlings auf seinem tollen Ross über Berg und Tal pescht. Überall, wo sie dabei den Boden berühren, hinterlassen sie eine Spur an frischen Trieben. So wird diesem Wesen hierzulande als unserem ehrwürdigen König gehuldigt. Möchtest du noch ein anderes Buch lesen? Das treue Reittier stellte seine Kräfte in den Dienst des Königs. Vereint sind sie zu Wundertaten fähig und vermögen es, in nur einer einzigen Nacht einen Wald aus dem Nichts zu erschaffen. Einst war es ein Ungetüm, das Feldfrüchte vernichtete und den Dorfbewohnern viel Kummer und Leid bereitete. Doch dem König gelang es dank seiner Macht, es sich untertan zu machen. Manche sagen, mit seinem schwarzen Fell erinnere es an einen finsteren Geist aus düsterer Nacht. Andere behaupten wiederum, sein Fell leuchtet weiß wie bitterkaltes Eis. Die Wahrheit bleibt ungewiss. Diese Züge gestatten es dem König, sein treues Ross zu bändigen. Sie waren ein handgefertigtes Geschenk der Menschen an der Ernte bringenden König. So zeugen die Züge nicht nur von einem Bündnis zwischen dem König und seinem treuen Ross, sondern auch von dem Bund zwischen dem König und den Menschen. Niemals mögen wir es versäumen, dem König zu Beginn eines neuen Jahres solch Züge zu geben. Schicht und auf Schicht soll eine leuchtende Blume mit der Mähne des Rosses verflochten werden, auf dass diese Kunst von unseren Nachkommen sowie deren Kindern und Kindeskindern fortgeführt werden möge. Möchtest du noch ein anderes Buch lesen? Ja, gedeihen Karotten auf unterschiedliche Weise. Auf schneebedeckten Feldern sprießt die Polarkarotte hervor. Die Phantomkarotte hingegen wächst auf Feldern in der Nähe eines Friedhofs. Pokémon des Typs Eis scheinen eine Vorliebe für Polarkarotten zu haben, während Pokémon des Typ Geist Phantomkarotten bevorzugen. Im Märchen wird davon erzählt, dass das treue Ross des Königs der reichen Ernte die Karotten der Schneelande liebte. Während einige Geschichten allerdings von einem weißen Ross sprechen, das Polarkarottchen mochte, erwähnen andere ein schwarzes Ross, dessen Leibspeise Phantomkarotten waren. Aus irgendeinem Grund weichen die Legenden in diesen Punkten voneinander ab. Okay. Mit jedem Jahr, das in die Schneelande zieht, scheinen die Temperaturen weiter zu sinken. Kein Wunder, dass man es sich dann immer öfter zu Hause im Warmen gemütlich macht. Leider führt das zu einem maßgeblichen Bewegungsmangel. Um aus diesem eisigen Winterschlaf zu erwachen und die Körpertemperatur anzukurbeln, eignet sich das Freestyle-Schneetanz hervorragend. Die Hände in die Luft,
nach rechts, nach links, darunter zu den Füßen, die Dehnung schön genießen. Wenn die Verbeugung gut gelingt, spürt man, wie das Herz anspringt. Stellen Sie sich mit anderen im Kreis auf und tanzen Sie gemeinsam, so bleiben Sie auch im hohen Alter fit für den nächsten Frühling. Okay. Ideensammlung für ein Freestyle-Souvenir, Zusammenfassung von Tourismusverband. Hiermit möchte ich mich herzlich für die vielen eingereichten Ideen bedanken. Unsere Wahl fiel letztendlich auf einen Pullover mit dem König der reichen Ernte als Aufdruck. Da wir für das Design historisches Bildmaterial verwenden können, dürfte sich dieses Projekt als recht kosteneffizient erweisen. Okay, cool. Das haben wir alles gelesen. Cool, okay. Dann gehen wir jetzt raus. Und wohin? Irgendwo hin. Ah, ne, wir kriegen wieder irgendwas aufgeschwätzt, wahrscheinlich. Ach, da ist er wieder. Ja, wir treffen uns da wieder in der Ecke. Das heißt, wir sollten vielleicht so eine Karotte mal mitnehmen. Hä, hier hat doch gerade was geglänzt, oder bin ich bescheuert? Ich glaube, ich bin bescheuert. Okay, du hast mich überzeugt. Wir kaufen eine Karotte. Ja, bitteschön. So. Cool, jetzt habe ich Karottensamen. Samen, die sich auf einem Feld einpflanzen lassen, je nachdem, wie dieses beschaffen ist. Wächst dort eine andere Karottenart. Wow. Toll. Dankeschön. Ich dachte, ich könnte die hier ernten. Ach man, wieso darf ich die denn nicht hier im Dorf? Du bist ja einer. Naja, egal. Ich hab das Gefühl, der Zaun, ne, ist ja echt komisch, oder? Korokonospa. Expeditionsleiterin, mir kam es gerade so vor, als hätte jemand nach mir gerufen, warst du das? Oh, work. Menschenkind, hast du etwas über mein treues Ross herausgefunden? Ja. Du weißt, was mein treues Ross besonders mag? Unsere gemeinsame Zeit ist so lange her, dass es mir gänzlich entfallen ist. Mit dieser besonderen Vorliebe gelingt es uns vielleicht, mein treues Ross herbeizulocken. Worum handelt es sich dabei? Karotten? Oh, Karotten, sagst du? Wohl wahr, ich erinnere mich. Sobald man ihm eine bestimmte Feldfrucht vor die Nase hielt, gab es kein Halten mehr. Es kostete einige Mühe, es dann wieder unter Kontrolle zu bringen. Ja, jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Es handelt sich in der Tat um Karotten. Gut gemacht, Menschenkind. Wenn wir eine Karotte hätten, könnten wir mein treues Ross zu uns locken, wo immer es sich auch gerade aufhält. Es ist denkbar, dass die Menschen im Dorf diese Feldfrüchte anbauen. Schon ein einzelner Samen würde mir genügen, um einen Karotten heranwachsen zu lassen. Wie bitte? In diesem wundersamen Beute befinden sich wahrhaftig Karottensamen? Ihr Menschen hört wahrlich nie auf, euch anzupassen und weiterzuentwickeln. Es erfüllt mich immer wieder mit Erstaunen, wozu ihr fähig seid. Doch, die Felder des Dorfes sind nicht für den Anbau von Karotten geeignet. Hätten wir fruchtbaren Boden zur Verfügung, wäre ich in der Lage, die Samen mit meinen Kräften gedeihen zu lassen. Wo könnten wir also geeigneten Boden in meinen Schneeland finden, Oh, bei irgendeiner Schneeruine, okay. Mir kommen zwei Orte in den Sinn. Zu einem gibt es da ein Feld, das von einer eiskalten Schneeschicht bedeckt ist. Das andere Feld befindet sich indes neben einem Friedhof, wo die Verstorbenen ruhen. Okay, Geist oder das andere? An beiden Orten könnte ich von meiner Kraft Gebrauch machen und Karotten gedeihen lassen. Wähle eines der Felder und sehe dort die Samen. Oh, wollen wir einen schwarzen oder? Ich weiß auch gar nicht, wie er am Ende aussieht, Leute, ja? Das ist jetzt hier wirklich eine Entscheidung. Ich finde ja, weiß ist generell immer sehr, sehr cool. Aber schwarz könnte auch sehr cool sein. Kacke, ich kann mich nicht entscheiden. Ich will beide haben. Muss ich wohl irgendwann nochmal das andere DLC kaufen. Ach, Mist, ey. Oh, jetzt kommt schon wieder Text. Oma, Oma! Singst du mir das Lied vom Ross des Königs, bitte? Ja, aber sicher doch, mein Kindchen. Der eine Wildling war so weiß wie Eis. Er wählte die Polarkarotte als Speis. Also will ich einen Eis-Pokémon haben oder einen Geist? Der andere Wildling war so schwarz wie ein Geist. Er hat die Phantomkarotte verspeist. Ist immer schön dein Gemüse, so wie das Pokémon in dem Lied, hörst du? Mach ich, Oma.
Okay, ich glaube, ich will das Weiße. Ich glaube, ich möchte das Eisding haben. Ich glaube, ich will es echt haben. Ich glaube, ich möchte es tatsächlich ein Ticken mehr als das andere. Sind meine Pokémon noch vergiftet? Nee, sehr gut. Ja, ich glaube, ich habe mich tatsächlich entschieden, Leute. Falls ihr euch anders entschieden habt, ne? Könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, ich nehme das Eis. Ich nehme, glaube ich, das Eis-Ding. Das Schwarze werde ich mir dann irgendwann mal besorgen. So. Dafür müssten wir wahrscheinlich nach links. Und dann da hoch. Ich könnte mich natürlich irren. Oh, dieser Nebel hier. Der verdeckt alles Schöne. Alles Schöne. So, das haben wir noch nicht, deswegen holen wir das mal eben. Ne, Amarino? Ja, ne, du freust dich doch. So. Du bist Eis, deswegen machen wir... Oh, sehr effektiv. Mal gucken, ob wir es direkt töten, ich hoffe nicht. Oh, doch, tun wir. Okay, aber egal, da war ja noch eins. Da war ja noch eins. Es gibt jetzt mehr Ausrufezeichen, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß es nicht. Ich meine, es gibt mehr Ausrufezeichen. So, Kampf mit Sondersensor dann. Bitte. Schauen wir das. Ja, geht. Hyperschall. Oh mein Gott. In dem Spiel jemals Hyperschall gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das war, glaube ich, mein erstes Mal hier. Sehr cool. So. Und dann fangen wir dich. Alter, die Kampfmusik ist wieder lauter, ne? Okay, ich muss gleich mal gucken bei den Einstellungen im Spiel. Denn es kann ja nicht sein, dass hier alles anders ist. Suicune juckt das fast gar nicht. Weil es nicht sehr effektiv ist. So, danke schön. Endlich ist es drin. Amarino. Sehr cool. Amarino wurde erfolgreich aus einem Fossil reanimiert. Einst lebte es gruppenweise in kalten Gebieten, wo nur wenige Feinde lauerten. Sehr schön. Nee, ab in Dings. Obwohl, ich könnte eigentlich, wenn ich schlau bin, was ich ja eigentlich auch bin, könnte ich das doch machen. Damit die sich entwickeln. Das könnte ich wirklich machen. Na komm mit. Dann gehst du raus. Für Wablu finden wir auch was hier. Glaziola, es tut mir leid, ich liebe dich, ja, aber du musst leider doch raus. Und Nidoran. Haben wir nämlich die Weiterentwicklung, oder? Bin ich bescheuert hier? Nee, bin ich nicht. Glaube ich nicht. So. Machen wir so. Ein Ohr doch. Hallo Ohr doch. Ach, jetzt sind wir auch wieder hier. Okay. Rückzug. So, wo ist denn dieses Eisding? Wo ist das denn? Wenn wir uns immer links halten, dann müssen wir vielleicht irgendwann da hinkommen. Alter, man kann denen ja gar nicht mehr ausweichen, diesen Punkten. Ja, Erzwinger. So. Wir fliehen natürlich. Wo eigentlich brauche ich die ja gar nicht zu trainieren. Wofür gibt es denn diese EP-Bonbons, ne? Oh! Ein Pixie! Ah, warte, Pixie gab es, glaube ich, hier schon. Ich meine schon. Aber ich kann mich auch mal wieder vertun, wie immer. Doch, Pixie gab es hier. Ich erinnere mich an die Raids. Da hat man nämlich einen Shiny Pixie gesucht. Was bist du? Ach, ein Bämon. Ich will da nicht mehr durchlaufen, Leute. Oh, Milotic ist da unten.
Ja, komm. Dann muss ich keinen Mondstein suchen. Sehr nice. Nidoking. Alter, hier gibt's echt coole Pokémon tatsächlich. Aber wieder viel zu viele von Generation 1. Ne? Kann ich mich direkt schon wieder beschweren hier. So, bist du weg? Ich glaube schon. Nee, sehr gut. Energiefokus, okay. Ah, Pokéball. Wir probieren unser Glück. So, nach dem Part werde ich auch erstmal was essen. Ich weiß noch gar nicht, wann die Parts jetzt hier kommen werden. Ich bin mir noch nicht so sicher. Heute ist auf jeden Fall Donnerstag, ne? Ach ne, oh Gott, oh nein, jetzt habe ich den angegriffen. Ich bin so lost, Leute. Ich habe einfach nur A gedrückt. Es tut mir leid. Heute ist nicht Donnerstag, heute ist Freitag. Ja, ich weiß noch nicht. Hätte es vielleicht auch im ersten Part sagen sollen und nicht im dritten, wann die Parts kommen werden. Weiß ich jetzt nicht. Wir müssen gucken. Ich muss gucken. Oh Mann, dieses Nidoking der Felinara. Mann, ich wurde jetzt hier verwirrt. War hier unten Milotic? Ist das denn Barschuft, ne? Das ist ein Ball. Oh Gott, jetzt habe ich mich verlaufen wegen dem Ding. Ich raste aus. Ja, oh, da haben wir noch eins. Noch eine Chance. Dann probieren wir jetzt mal Sondersensor aus. Ob das vielleicht damit besser klappt. So, ich würde eigentlich noch ganz gerne die Karottenfelder suchen. Aber ich weiß nicht, wie lange das nur dauert, bis ich die gefunden habe. Alter, das macht ja auch so viel Schaden. Ach, Manuel. Hast du noch irgendeine Attacke auf Lager, die nicht so viel Schaden macht? Turbo-Tempo. Die macht 80. Die macht auch 80. Nee, okay, da müssen wir so fangen. Hyperball. So, vielleicht haben wir ja Glück. Und landen einen perfekten Wurf. Das wäre ja was. Das wäre echt cool. Wenn wir das schaffen würden. Bei einem Nidoking. Drittentwicklung einfach easy fangen. Achso, ich wollte ja noch wegen den Soundeinstellungen gucken im Spiel. Okay, muss ich mir jetzt merken, Leute. Haben wir's? Oh, wir haben es nicht. Soundeinstellung. Soundeinstellung. Leute, mach mal hier Kreideschrei für den Sound. Bitteschön. Alter, Nidoking, jetzt bleibt drin. Ja, jetzt ist auch langsam gut, ja? Ja, Nidoking, es ist gut. Wir wissen, dass du nicht in diesem Pokéball drin sein willst, ja? Aber jetzt ist gut, ja? Du musst jetzt drin bleiben. Nidoking? Nidoking, was soll das? Ich bin hier der King. Ich bin nicht nur King von den Nexomon, sondern ich bin auch King von Narnia, ja? Und ich werde jetzt auch bald noch der König der Ernte werden, ja? Dann habe ich 3 Königstitel, ja? Junge. Und du? Du hast gerade mal einen, ja? Und den, das ist nur dein Name. Ja, du heißt halt nur King. Du bist kein wirklicher King. Mein Gott, ey. Du bist vielleicht der King von deinen Nidorans, ja, aber davon gibt's ja nicht viele. So, jetzt bleib bitte in deinem Pokéball drin, ja? Ich raste dir sonst aus hier. Danke. Danke, Spiel. Danke. Ja. Gerät ist in Rage. In Rage. Ist es nur schwer aufzuhalten. Doch vor einem Nidoqueen, mit dem er schon viele Jahre verbracht hat, zeigt es sich friedlich. Sehr schön. In einem PC-Box. Sehr nice. So, ich muss jetzt auf die Karte schauen, Leute. Wir wollen es ja noch suchen. Wir wollen es ja finden, ne? Okay. Okay. Ich hab's verstanden. Wir müssen einfach nur... Hier ist nämlich schon der Ort. Oh, Watthändler. Was hast du Schönes? Oh, Tauchball, Nestbälle. Mhm. Paar Attacken. Das Angebot des Tages. Oh, cool. Nee, will ich aber nicht. Sorry. No, sorry. So, 200 Watt. Perfekt. Ein 400-Tor, das gab's schon. Das gab's auch. Das war ein Schneebedeck, oder? Oder war es das Eisding? Das war das Eisding. Ja? Ah, da ist das Feld.
Warte, hier ist noch was. Hier ist noch ein Item, Beleber. Okay, dann speichern wir gleich. Das ist eines der Felder, von denen Koronospar dir erzählt hat. Möchtest du durch Karotten? Ja. Wie ich sehe, hast du eines der Felder erreicht. Auf diesem Feld werden Polarkarotten gedeihen. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, liebt mein treues Ross diese Feldfrüchte deshalb so sehr, weil es dem Typ Eis angehörte. Doch all das liegt so weit in der Vergangenheit, dass ich mir nicht mehr sicher sein kann. Ich frag dich noch einmal, wünschst du wirklich die Samen in diesem Boden zu sehen? Ja. So sei es, dann sehe nun bitte die Samen. Okay. Ausgezeichnete Arbeit, du scheinst ein Händchen dafür zu haben. Nun bin ich an der Reihe, werde Zeuge meiner Kraft. Koronospa! Okay. Wachsen sie oder nicht? Du spürst, wie der Boden zu zittern beginnt. Plopp! Keuch. Du hast so viele Samen gepflanzt, aber nur einen konnte ich gedeihen lassen. Wie sehr meine Kraft doch geschwunden ist, mir schmerzt das Herz bei dem Gedanke. Schon bald wird mein Klagen jedoch ein Ende haben. Nun denn, Menschenkind, setze all deine Stärke ein, um dieses Polarkorotte aus dem Boden zu ziehen. Wow, das kannst du nicht mit deiner Psychokraft. Ey, wir speichern mal sicherheitshalber. Es ist mir hier alles ein bisschen zu seltsam. Ja. Du hältst eine Polarkorotte, nice. Das hast du gut gemacht, Menschenkind. Mit dieser Karotte wird es uns möglich sein, mein treues Ross herbeizulocken. Jetzt benötige ich nur noch die Zügel des Bundes. Sie verleihen mir die nötige Kraft, um mein treues Ross mit Leichtigkeit reiten zu können. Ich bezweifle jedoch, dass die Menschen sie mir jetzt noch darbieten würden. Ach, da ist es. Oh! Oh! Polar! Es sah jetzt aber nicht so cool aus. Kann es denn sein? Bist du jetzt wirklich mein treues Polaros? Dieses weiß leuchtende Fell, dieses wilde, umgestümpe Galopp, genau wie bei unserer allerersten Begegnung, da werden Erinnerungen wach. Polaros. Offenbar kann es die Karotte zwar wittern, aber nicht genau orten. Die Richtung nach zu urteilen, in die es galoppiert ist, könnte es vorhaben, das Dorf nach Karotten abzugrasen. Sollte ich mit meiner Vermutung richtig liegen, ist Hüster in Gefahr, Menschenkind. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay. Leute. Dann würde ich sagen, das war's jetzt erstmal mit Pokémon, die Schneelande des Kronis. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao. Oh Gott, jetzt habe ich Studio.